Herzlich willkommen zu diesem neuen FIFA 16 Video. Heute möchte ich euch den günstigen Memphis Depay oder auch den günstigen Hero Wijnaldum zeigen. Und zwar ist das Cavalheiro von Monaco. Der Portugiese hat einfach mal 86 Tempo, dann einen Schuss von 69 und einen 80er Dribbling, was auf jeden Fall auch wirklich nicht schlecht ist. Dazu hat er auch 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, 1,75 groß. Ist der gute Mann, ist Rechtsfuß, Hochmittelarbeitsraten. Das passt einfach richtig gut. Er spielt wirklich wie Depay, das kann ich euch wirklich nur sagen. Testet ihn auf jeden Fall mal aus. Er kostet 400 Münzen, ihr könnt auf jeden Fall nicht viel falsch machen, wenn ihr ihn einfach nur mal austestet. Was soll passieren, außer dass er vielleicht nicht so gut ist, wie ihr euch den erwartet habt. Auf jeden Fall kann ich euch aber bestätigen, dass er keine schlechte Karte ist. Ihr könnt es hier sehen, er macht einfach mal den Scoop-Turn, geht dann rein und zieht einfach mal ab mit dem starken rechten Fuß. Haut er den dann einfach mal mit einem Finesse-Shot in den Winkel rein. Das hat er richtig gut gemacht, das macht er einfach wie ein Goal-Getter. Das kann man richtig so sagen. Er ist zwar nicht der Größte, nicht der Körperstärkste, aber dribbelstark ist er auf jeden Fall und eine Ballbehandlung hat er auch. Ja, und dieses Tor ist auch einfach wirklich schön. Er macht es einfach richtig gut. Er geht hier einfach durch, läuft sich wunderbar frei, bekommt den Ball und netzt ihn dann einfach ganz, ganz sicher ein im Sinne eines Goal-Getters. Und ja, den nächsten, den macht er dann leider nicht rein, aber der war auch schwer zu machen. Der Tormann pariert ihn natürlich auch nicht schlecht. Und ja, ein paar Szenen habe ich noch und zwar einen Freistoß. Und da wollte ich euch einfach nur die Werte zeigen. Sie sind natürlich nicht die besten. Er ist kein Freistoßschütze, aber den hat auf jeden Fall nicht schlecht gedreht. Natürlich hat sich der gegnerische Spieler auf die Linie gestellt und das ist natürlich immer schwer. Aber er ist auf jeden Fall kein Freistoßschütze, das muss ich schon dazu sagen. Also Memphis Depay oder Wijnaldum können die Freistöße besser schießen, aber den Schuss, den hat er, wie gesagt, und 4 Sterne Skills zeichnen ihn eben auch aus. Er ist auch extrem schnell mit 86, ich glaube, das ist der höchste Wert, den man bei einer Non-Rare-Karte auf Tempo haben kann. Und ja, auf jeden Fall ist er eine richtig kranke Karte. Testet ihn einfach mal aus, 400 Coins kostet der gute Mann. Man kann ihn auch nicht allzu schlecht verlinken, indem er in der Ligue 1 spielt und Portugiese ist. Das geht auf jeden Fall nicht allzu schlecht. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Mich würde es natürlich freuen, wenn du meinen Daumen nach oben da lasst, falls dir das Ganze gefallen hat. In der Videobeschreibung findest du noch den Link zu meinem Partner MMOGA. Dort gibt es natürlich FIFA Points, PSN Cards und Microsoft Points. Wenn du da was einkaufst, dann unterstützt du mich natürlich und dann kann ich zum Team of the Year natürlich auch noch mehr Packs aufmachen, denn das Geld investiere ich natürlich wieder in meinen Channel durch Pack Openings und vieles mehr. Und dann war es auch schon wieder mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer: Ciao Leute, FIFA Stars!